Was mich sehr inspiriert hat, war immer ihr Selbstvertrauen und ihr Selbstbewusstsein so und ihre absolute Gradlinigkeit. Sie war so, wie sie war. Sie hat sich nicht verbogen, sie hat nicht so getan, als ob, sondern sie war so, wie sie war. Also sie war vollkommen natürlich, vollkommen authentisch. Sie war sehr selbstbewusst und das hat sie vermittelt. Und sie hat durch ihr selbstbewusstes Lehren, hat sie das Dhamma, die Lehre des Buddha, auf eine Art und Weise dargelegt, dass Bereiche möglich geworden sind in meiner Praxis, die mir sonst wahrscheinlich nicht möglich gewesen wären. Also gerade diese Vertiefungspraxis. Es ist ja nach wie vor eigentlich so, dass Menschen immer denken, ja, das ist für irgendwelche außergewöhnliche Menschen zugänglich oder für jemand, der eben Mönch oder Nonne wird oder für jemand, der in der Höhle lebt, sind das Dinge, die möglich sind. Und Ayakema hatte eben diese Ausstrahlung und diese Fähigkeit, das zu vermitteln, das ist für jeden möglich. Man muss sich halt hinsetzen und man muss halt einmal sich hingeben und ein bisschen Vertrauen haben und dann ist das möglich. Man muss natürlich auch eine gewisse Konsequenz und eine Kontinuität in der Praxis haben. Anhaltende Übung, dann ist das möglich. Und das hat sie so super ausgestrahlt. Dieses Vertrauen, dieses Selbstvertrauen, Selbstbewusstheit. Und das hat dann auf ihre Schüler auch, ist das übergesprungen, denke ich.